Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Flüff nach dem DC gerade wieder. Freunde, was will man eigentlich da noch tun? Ne? Ständig hier Disconnect und da. Hier machen wir mal wieder Disconnect und da auch mal wieder Disconnect. Also. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Also mittlerweile ist es schlimm geworden. Also es war echt mal viel, viel weniger. Wenn ich da mal ehrlich sein darf. Finde ich ein bisschen schade. Dass ich hier teilweise ständig rausgekickt werde und es geht auch nicht nur mir so, weil ich frage dann auch mal nach, ob es dann auch andere betrifft, weil also es hätte ja an mir liegen müssen, definitiv, aber es trifft auch dann oft auch andere, also es liegt nicht nur an mir, liegt einfach am Spiel und da kann dann der arme Hulk schon auch nichts für, schade, kann man nichts machen, Freunde, kann man nichts machen. So, wir waren trotzdem dabei, hier diese Garbage Spider ein bisschen fertig zu machen, ein bisschen zu demontieren. Wenn mir jetzt noch ein anderes Wort mit D einfallen würde, dann würde ich ja sagen, ich bin der Duden King. Fällt mir jetzt aber gerade nichts ein. Demontage, aber das ist ja dasselbe wie demontieren, ne? Also, ja, ein bisschen verkackt haben wir das schon jetzt, ne? Mal ganz ehrlich sagen. So, die Quest-Items laufen eigentlich soweit. Wir haben jetzt ein bisschen gar nicht so viel aufgenommen, schon 5 Stück. Also eigentlich geht das klar. Das Problem ist halt nur, die sind so weit auseinander hier. Wir müssen mal 100 Kilometer latschen. Glasbeutel kriegen wir auch noch. Das Event ist noch gar nicht zu Ende. Eigentlich ganz gechillt. Zack, zack. Dann können wir ja trotzdem gleich nochmal gucken, ob die Geeks da sind, Freunde, oder? Den Spaß lassen wir uns nicht nehmen. Ne? Definitiv. Definitiv. Nein. Kinderzimmer ist sauber. Und sie gehen nicht sauber. Es wird jeden Tag gesaugt. Es wird einmal in der Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. So. Und ihr seht, wie die rotzen. Immer eben so 5K kriegt voll in die Fresse rein. Völlig egal, was die Leute hier sagen oder so. Wir sind einfach immer. Ne? Dank euch, Freunde. Ne? Dank euch wird ja das Let's Play hier auch sehenswert, sag ich mal. Weil ihr habt mir eure Sachen, die ihr nicht mehr braucht, geschickt. Ich konnte sie auf jeden Fall noch gebrauchen. Seht ihr, was ich aufgebaut habe. Und ich lese natürlich jeden Kommentar, beantworte sogar jeden Kommentar und da steht dann auch drin, Heixen, du bist richtig, immer richtig harter Damage. Und das sieht man ja auch hier wieder. Ist ja nicht so, als wenn ich mir hier irgendwas zusammenreimen würde. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Leute, das war einfach durchgerannt. Toll. Toll. Das haben wir es aber gleich, ne? Vom Deport hier. Ist ja definitiv nicht der Fall. Wir rotzen ja wirklich richtig. Hier leckt aber alles gerade ein bisschen, ne? Ja, sein. So, ne? Und das ist ja nur dank euch möglich geworden, Freunde, ne? Hätte ich euch alle nicht gehabt, dann würde ich jetzt hier vielleicht noch mit Level 30 rumgurken. Mit Clean NPC Equip und so, ne? Und, da war doch noch was. Was hebst du das denn jetzt wieder, ne? Irgendwie tat jeder voll raus. Hallo, Miss Peace. Die sammeln wir doch. Wir wollen doch den lieben Brian nicht enttäuschen. Das machen wir nicht. Ne? Wir sind hier keine Enttäuscher. Auf jeden Fall würde ich dann noch mit Level 30 hier rumgurken, Freunde. Und ja, das könnte man sich dann auch gar nicht hier ansehen, sage ich euch ganz ehrlich. So ist richtig schön. Wir haben guten Speed hier, Level Speed und so, ne? Ich könnte natürlich, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe, hier die Ultras alles anmachen und richtig durchballern und so. Aber ich habe mir da schon was ausgedacht, ne? Wenn alles klappt und so, auch mit Facebook, den Likes und so, dann ich echt überlegen, ob wir mal so einen derben Livestream starten und da mal wirklich mit Flüff richtig durchleveln, auch mal so eine Ultra anschmeißen hier oder so eine XR-Scroll oder so, wo wir dann einfach so richtig hart durchrasieren, Freunde, ne? Wisst ihr Bescheid? So richtig mega. Das Problem ist dann nur, ich müsste den Livestream ja erstmal auch noch gleichzeitig mit aufnehmen. Wüsste nicht, ob der PC das schafft. Aufnehmen und streamen und so alles gleichzeitig. Ah! Ich habe ja hier auch keinen NASA-PC stehen. Und gleichzeitig hättet ihr das ja alles schon im Stream gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr den Stream dann guckt von mir, dann spoilert ihr euch ja quasi selber. Ihr braucht ja dann nachher gar nicht mehr die Parts gucken. Ihr wisst ja genau, was passiert, weil ich nehme ja dann vom Stream auf. Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also, kann man natürlich so oder so sehen, ne? Also natürlich was Positives, aber hat natürlich auch negative Seiten, so wie alles im Leben, ne? Alles hat positive, alles hat negative Seiten, also ja, Freunde, so ist es, ne?
So und nicht anders. Ja, morgen geht's wieder arbeiten. Nehmen wir das Ganze hier gerade am Sonntagabend auf. Wann das kommt, weiß ich selber schon gar nicht mehr. Also, ich habe ja momentan drei Projekte am Start. Flüff, Need for Speed World und Minecraft. Hab kurzzeitig drüber nachgedacht, noch ein viertes zu starten, aber da habe ich gedacht, ne, das packst du gar nicht mehr vor. Hikes und da klebst du irgendwo als Koffein-Junkie an so einem Schreibtisch oder so, kriegst selber schon nichts mehr, kannst nicht mal mehr deinen Namen schreiben, ne? Also wenn jetzt noch ein viertes Projekt, entweder müsste ich dann Harzer werden oder, weiß auch nicht, ne, also vierte Projekt schaffe ich gar nicht. Also, selbst drei Projekte sind quasi eigentlich schon zu viel, wenn man nebenbei arbeitet, sag ich ganz ehrlich, Freunde. Eigentlich, wenn man arbeitet, und mit Arbeit meine ich auch wirklich arbeiten, also so 4, 5 nach Hause kommen oder so, ne, und teilweise morgens um 5 Uhr aufstehen. Und, ja, die meisten YouTuber, die, sag ich mal, ein bisschen größer sind, die machen das ja auch hauptberuflich, das heißt, die cashen ja mit YouTube hart ab und können sich dadurch quasi ihren Lebensunterhalt verdienen und, ja, die haben halt quasi wirklich den ganzen Tag Zeit, um Let's Plays aufzunehmen und da ist dann auch 10 Videos am Tag oder so, ist das ja gar kein Problem. Ne, das ist ja dann auch locker machbar. Aber angenommen, Freunde, ihr kommt 17, 18 Uhr nach Hause. Ne? Dann gehen wir doch mal durch. Ihr kommt 17, 18 Uhr nach Hause. So, dann bleibt alles liegen. Ihr müsst essen. Hausaufgaben wollt ihr natürlich auch noch machen. Ihr braucht ja sowieso erstmal einen Moment Ruhe. Ist ja auch ganz klar, ne, menschlich. Ihr braucht einen Moment Ruhe, essen, Hausaufgaben machen. Und was halt so anliegt, ne. Da muss ich jeden Abend auch noch mit dem Hund gehen. Das ist auch nochmal eine halbe Stunde. Drei, vier Stunden, je nachdem. Ne? So, wenn wir das alles fertig haben, wenn wir, sagen wir mal, wir kommen um, ja, sagen wir mal, wir kommen knapp 5 Uhr nach Hause, ne? Boah, jetzt habe ich hier wieder alles so zugemüht. Muss ich schon das gute alte Food wegschmeißen. Na, ja, sagen wir mal, wir kommen 5 nach Hause, dann sagen wir mal, wir haben 18:30, bis das alles fertig ist, ja? So, dann kommt, man will sich ja auch irgendwie weiterbilden, ne? Oder mal irgendwie was essen geht oder so, das ist ja alles schon kaum noch drin, wenn man arbeitet. Also nicht drin vom Geld her, sondern drin von der Zeit, ne? Man will ja natürlich abends auch einen Film gucken oder ein bisschen Sendung gucken, weil man will auch ein bisschen abschalten, ne? Dann hat man vielleicht netto Stunde anderthalb, aber das ist aber auch wirklich schon das Nonplusultra, das Maximum. Zeit für Hobbys, irgendwie so Let's Plays oder so. Oder generell ein anderes Hobby, ne? Wenn ihr jetzt, was weiß ich, musikalisch dabei seid, dann halt anderthalb Stunden für irgendwelche Noten üben oder ich weiß nicht, was man da so macht, weil ich war in Musik immer schlecht, hatte dann aber nachher Musik 1, weil ich einfach immer aufgezeigt habe und so getan habe, als könnte ich das alles mit Noten lesen und so und kann bis heute noch nicht mal Noten lesen, ne? Ja, Freunde, so schnell kann man sich eine 1 ergattern, geht alles, ne? Man muss es nur wollen, Freunde. Deswegen, von Kollegen oder so, oder diesen Flame hier, mein Zeug ist schlecht, wegen dem und den Lehrer. Natürlich, in manchen Fällen trifft es zu. Ich habe auch auf meinem Zeugnis eine Note bekommen, die absolut nicht gerechtfertigt war meiner Leistung gegenüber. Und da hat man dann aber auch als Schüler kaum eine Chance. Gerade in der Ausbildung, ne? Da würde ich mich überhaupt nicht mit den Lehrern anlegen, weil die haben euch recht schnell auf den Kicker. Und wenn ihr euch auf den Kicker haben, dann könnt ihr einen schmalen Zieh anmelden. Und, ja, aber sonst ist es eigentlich 90% eure Leistung, eure Faulheit, ne? Ich kannte mal jemanden, der ständig im Vokabeltest schlecht war. Ja, Freunde, sind da die Vokabeln schlecht? Das ist der Vokabeltest, ist nur stumpf. Nur stumpf auswendig lernen. Das hat ja überhaupt nichts mit Bildung oder habe ich nicht verstanden oder so zu tun. Vokabeltest nur stumpf. Wer da den Vokabeltest nicht ständig einschreibt, der ist einfach faul. Punkt. Der ist einfach faul. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nicht irgendwie, ich kann das nicht oder so. Der ist einfach zu faul und das sollte man sich auch selber dann eingestehen, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Dann ist man einfach nur faul. Und ich glaube, ich habe schon wieder ein Disconnect, so wie das hier alles wieder aussieht. Ah ne, da spawnen die Monster nach. Ich hatte schon wieder hier Befürchtung. Ja, Freunde, da ist man einfach faul. Oder wie seht ihr das? Bin ich irgendwie, weiß ich nicht, dumm oder war hier nicht gerade noch der Giant? Ich hab doch gerade hier noch den Giant gesehen. Ach, da ist er.